Herzlich willkommen zu Kulturglück mit Zamperoni, dem neuen Livestream-Format von Stiftung Kulturglück. Heute aus dem Kulturpalast in Hamburg. Mein Name ist Nicola Ferstel, ich bin Vorstand der Stiftung Kulturglück und heute Abend Ihre Gastgeberin. Stiftung Kulturglück befasst sich seit über 5 Jahren damit, Zugang zu Kultur zu ermöglichen, nach dem Motto Kultur für alle. Und zwar insbesondere von Menschen mit Unterstützungsbedarf. Das sind diejenigen, die aus eigener Kraft nicht am kulturellen Leben in Hamburg teilnehmen können. Denn Kultur kann so viel mehr. Sie beglückt, sie inspiriert, sie verbindet, aber sie konfrontiert auch, sie zeigt auf, sie diskutiert, sie debattiert und korrigiert. Sie steht damit für die Werte, die uns ausmachen in unserer Gesellschaft. Und sie ist damit eine der tragenden Säulen von unserem Land. Wo Kultur fehlt, ist es besonders dramatisch. Denn es ist nicht nur existenzgefährdend für alle in der Kultur Arbeitenden, sondern unser gesellschaftliches Miteinander ist auch in Gefahr. Und somit auch unsere Demokratie. Wir halten Kultur auch daher für systemrelevant. Stiftung Kulturglück möchte daher mit dem neuen Format Denkanstöße liefern. Und zwar mit besonderen Persönlichkeiten, mit denen wir den Fokus auf besondere Perspektiven in die Kultur werfen können. Und zwar besonders auf die Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Damit möchten wir vor allem Mut für die Zukunft machen. Wer wäre da nicht besser geeignet als Ingo Zamperoni, um es zu moderieren? Er ist natürlich Tagesthemenmoderator und Autor, aber was am allerwichtigsten ist, er ist unser Schirmherr. Und daher freuen wir uns sehr, dass er in Zukunft mit uns dieses Format realisieren wird. Nicht minder freuen wir uns aber über unseren ersten Premierengast. Das ist auch kein geringerer als unser Kultursenator Dr. Carsten Broster. Gemeinsam ein kongeniales Duo, wie wir finden. Aber ein Abend über die Kultur wäre keiner ohne die Kultur. Und insofern freue ich mich, dass die Hip-Hop Academy in Hamburg 4 namhafte Künstler begeistern konnte, uns heute Abend zu unterstützen. Lassen Sie sich überraschen. Ich werde gleich die erste Performance anmoderieren und danach wird Ingo Zamperoni übernehmen. Ich freue mich jetzt, dass wir mit dem Hip-Hop-Weltmeister starten, und zwar Ben Wichert und seinem Freestyle-Dance. Ich wünsche einen interessanten Abend. Never ever play.
play. Some of that Detroit Motor City foreplay. Honestly earning my dough, keeping it real, y'all. Counting my cash and showing you how to boss ball. I never thought that we would make it up this far. Gripping my cream color Cadillac, North Star. Detroit Motor City finest is who we are. This is for my ladies who get out, chill at the bar. This is for my ladies who get out, chill at the bar. When I was a young boy, chilling in my daddy's nuts. All I could hear was a rhyme and dope cuts. Growing up thinking I was nothing but a glut. Another day, another book, another slut. All I wanna do is get paid. Moke time, don't stop. Did I? Hey, 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 hey. Ben Wichert von der Hip-Hop Academy, ehemaliger Weltmeister. Was für eine Körperbeherrschung. Vielen Dank für diese Intro. Und damit guten Abend und herzlich willkommen auch von mir zu dieser Premiere hier bei Stiftung Kulturglück. Kulturglück live und digital, das Weite suchen lautet unser Titel. Damit ist jetzt nicht gemeint abzuhauen und das Weite suchen, sondern eben den weiten Blick zu finden, den Blick weiten auf Kultur und auf die Aspekte, die diese Corona-Pandemie eben auch für dieses Feld bedeutet. Aber man kann es auch verstehen vielleicht als das weitere Suchen, wie weiter in dieser Pandemie. Und wir hätten mit dem Kulturpalast hier kaum eine bessere Location für diese Premiere finden können. Der Name ist Programm. Wir hätten mit dem Kultursenator Dr. Carsten Broster keinen besseren Premierengast haben können. Daher nochmal auch herzlich willkommen an dieser Stelle. Danke, dass Sie hier sind. Und wir hätten, wenn man so will, auch keinen passenden Tag für diese Premiere finden können, denn genau heute, vor einem Jahr, hat es zum ersten Mal einen Corona-Fall in Deutschland gegeben. Was dann passiert ist seitdem in diesem Jahr hierzulande, das brauche ich Ihnen nicht sagen, das braucht keiner sich erzählen lassen, das hat jeder mitbekommen, denn das ist ja das Besondere in gewisser Weise dieser Pandemie. Es betrifft wirklich alles und jeden und jede und alle. Und deswegen reden wir über den einen Aspekt, aber jetzt im Besonderen, nämlich die Kultur. Herr Broster, daher erstmal die Frage an Sie. Wie kommen Sie denn in dieser persönlich mit dieser Situation klar, in dieser Pandemie? Also ich glaube, ich war noch nie so lange nicht im Theater, im Kino oder im Konzert wie jetzt wieder seit dem neuerlichen Lockdown, also seit Anfang November. Was der Kultursenator wirklich befremdlich sein muss. Das ist sozusagen wie ein Cold Turkey, wenn man das mal genau nimmt. Das ist schon, also man merkt, was einem da tatsächlich fehlt und ist ja nicht das erste Mal. Das insofern ist schon eine ganz besondere Situation und auf der anderen Seite ist der Alltag ja trotzdem voll und er ist gefüllt von dieser Frage, wie geht man damit um, dass man keine Sicherheiten hat? Wie managt man in einer Situation, in der ich nicht weiß, was morgen oder übermorgen ist? Ganz, ganz schwierige Zeit. Ich habe, glaube ich, auch noch nie so viel geredet mit Menschen, die ich mir sonst auf der Bühne angucke, über die Frage, wie kommen wir denn da jetzt gemeinsam durch? Und dabei gibt es dann auch beglückende Momente, die einem darüber hinweghelfen. Aber es ist schon eine schwierige Zeit und dazu kommt das, aber das hat ja, glaube ich, jeder gerade, dass man zu Hause sitzt, dass die Kinder zu Hause sitzen, da dann noch die Schule sich nach Hause verlagert und alles, was so sonst hübsch verteilt ist durch den Stadtteil, ist jetzt auf einmal alles in den eigenen vier Wänden. Das erhöht schon den Druck. Ich glaube, wer Homeoffice und Homeschooling als Tandem als für eine gute Idee hält, der hat das selbst nicht erlebt wahrscheinlich. Ja, die Diskussion, warum seid ihr beide da und trotzdem nicht hier, das ist schon sozusagen was sehr Interessantes mit den eigenen Kindern. Ja. Wie weiter? Darüber wollen wir jetzt auch reden, aber für Sie wollte ich nochmal fragen, muss das ja auch eine etwas schizophrene Situation sein, weil Sie einerseits ja als Vertreter derjenigen, die Kultur kreieren, schaffen, aber auch konsumieren möchten, da sind in dieser Stadt, und gleichzeitig aber auch Teil der Regierung, die diese ganzen Maßnahmen, den Lockdown umsetzen muss. Wir haben ihn gerade wieder erst verschärft, gerade in Hamburg, dann nochmal spezielle eigene. Wie kommen Sie damit klar, das einerseits zu verabschieden, andererseits zu sehen, was das für Schäden auch anrichtet? Naja, die Frage ist ja schon, ist das eigentlich eine andere Situation als sonst auch? Also als Kulturpolitiker und Kultursenator ist man eigentlich immer sowas wie ein Dolmetscher zwischen diesen beiden Welten, die ja doch sehr unterschiedliche Sprachen sprechen. Also auch sonst erklärt man der Politik, wie die Kultur tickt und der Kultur, wie die Politik tickt. Aber klar, das nimmt jetzt nochmal zu und es geht dann darum,
Wege zu finden, das Notwendige zu tun. Und ich halte die Schließung jetzt, also die sind, glaube ich, tatsächlich alternativlos, um das böse Wort mal zu verwenden, aber dann trotzdem noch die Momente zu finden, zu sagen, was kann man denn noch ermöglichen? Also, dass man dafür sorgt, dass man noch Bücher ausleihen kann in den öffentlichen Bibliotheken, damit so eine Form von kultureller Grundversorgung möglich ist. Auch zu ermöglichen, dass wir sowas wie das hier machen können, indem wir eben nicht die Einrichtungen schließen, sondern nur sagen, wir schließen sie für den Publikumsverkehr, aber nicht auch das Arbeiten in den Einrichtungen, auch in den Theatern, das Proben verhindern. Und wie gesagt, es setzt einfach voraus, dass man ganz, ganz viel erklärt. Und ich glaube, da müssen wir auch politisch besser werden. Wenn wir hinterher mal zurückgucken auf diese Phase, durch die wir jetzt durchgegangen sind, wird eine der Lehren sein, da bin ich mir sehr sicher, dass man mehr und häufiger und intensiver auch begründen muss, warum man etwas tut. Und als die Politik Ende Oktober die Kultur dann mal genommen hat, in so einen großen Sack gesteckt hat und da Freizeit draufgeschrieben hat, neben die Bordelle und die Spielbanken und was weiß ich noch alles, das war schon eine narzisstische Kränkung für den einen oder anderen Kulturschaffenden, wo man dann auch mal sagen, intervenieren musste und sagen musste, pass mal auf, Leute, so geht's nicht. Wir reden hier über einen Bereich, der ist grundgesetzlich geschützt und der ist was Besonderes und der ist was anderes. Und wir sind nicht mehr im 19. Jahrhundert, wo der Weg in die Hölle gesäumt ist von den Theatern, den Spielbanken und den Bordellen, sondern wir reden über kategorial unterschiedliche Themen. Aber ist das nur eine narzisstische Kränkung, wie Sie gerade sagen, oder ist es wirklich, da geht was kaputt und verloren, wenn die Kultur eben auch nicht sich so entfalten kann? Also ich habe damals geschrieben, und das ja als, also Stichwort, in welcher schizophrenen Lage bewegen Sie sich, das sei sozusagen ein Kategorienfehler von einer Dimension, den ich einer aufgeklärten modernen Gesellschaft nicht zugetraut hätte. Insofern ist das nicht nur eine narzisstische Kränkung für den Künstler, sondern es ist tatsächlich eine Missachtung der Rolle und Bedeutung von Kultur in unseren Gesellschaften. Und wir können sie beschränken, wir müssen sie, glaube ich, auch momentan beschränken, aber wir müssen als Gesellschaft und als Politik in Verantwortung mindestens reflektieren, was wir da tun und das sprechen. Also wir müssen deutlich machen, wir wissen, dass das gerade eine besondere Herausforderung ist und wir müssen sie dann besonders genau begründen. Und das ist nicht passiert Ende Oktober. Und das war tatsächlich etwas, was den einen oder anderen hat zweifeln lassen, ob Politik eigentlich wirklich weiß, worum es sich dabei Kultur handelt. Seitdem ist viel passiert. Ich glaube, die Empörung hat auch für sozusagen Bewusstsein gesorgt. Das würde, glaube ich, so nicht nochmal passieren. Aber das ist auch notwendig, sich immer wieder zu empören, wenn es dann nochmal nötig ist. Wir werden uns später mal eine Menge verzeihen müssen, hat der Bundesgesundheitsminister mal gesagt. Und ich glaube, das gilt in diesem Bereich auf jeden Fall auch. Wir können damit jetzt schon anfangen. Da kann man auch mit anfangen, in der Tat. Das Schlagwort, das man immer wieder hört, ist auch systemrelevant. Und dann sehen wir, wie Theater, Kinos, Clubs schließen und Baumärkte und Drogeriemärkte bleiben offen. Ist das dann also die Antwort, was systemrelevant ist? Nee, also erstens den Begriff, auch wenn das jetzt gegen die Einladenden spricht, den mag ich nicht von der Systemrelevanz. Ich halte Kultur für relevant in einem viel tieferen Sinne, vielleicht das vorneweg, weil systemrelevant heißt ja, ich habe ein System, in dem gibt es bestimmte Funktionen und ein bestimmter Baustein ist so relevant, dass ohne ihn das System nicht funktioniert. Das ist eine Bank, die Geld bereitstellt für eine kapitalistische Gesellschaft oder kapitalistisches Wirtschaftssystem. Kultur ist im Prinzip das Miteinander verständigen in einer Gesellschaft darüber, wie wir leben wollen. Das ist eigentlich dem Funktionieren dieses Apparates vorläufig, also sozusagen vorgesetzt und vorgelagert. Insofern eigentlich so viel mehr als das. Dafür, dass wir ein System überhaupt haben, müssen wir uns kulturell darauf verständigen, dass es das gibt. Und ich finde, man merkt auch an der Art und Weise, wie wir Debatten momentan nicht führen oder wie verdruckst wir sie teilweise führen, dass die kulturellen Interventionen in diesen Debatten fehlen. Und dass dieses, also das Weite suchen, wie es hier heißt, also dieses Öffnen, dieses Spekulieren, dieses Alternativen zu überlegen, das haben wir momentan nicht in ausreichendem Maße und ich glaube, das merkt man. Und die Frage jetzt, ist der Baumarkt wichtiger als die Kultur? Nein, ich glaube, die Logik damals war eine umgekehrte im ersten Schritt, dass man geguckt hat, sozusagen, was muss offen bleiben, damit die grundwirtschaftlichen Funktionen noch laufen und alles andere hat man zugemacht, deswegen auch diese Restekategorie. Und das hat sich dann ja 4 Wochen später auch erledigt, als dann der Lockdown verschärft wurde und seitdem ja alles damit reingenommen ist. Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Ich hatte mehr Zweifel und andere in der Kultur auch, ob es schlau ist zu sagen, das Theater muss schließen, aber die Kirche darf aufbleiben, weil ich finde, auch ein Theater, auch ein Museum sind Orte der Sinnsuche und des sozusagen Verstehens in unseren Gesellschaften. Und warum wir da so nonchalant eins übers andere setzen, da hatte ich ein paar Zweifel dran. In Hamburg gab es ja auch diesen Gottesdienst der Künste im Thalia Theater, die auch gesagt haben, dann machen wir jetzt halt Gottesdienste, wenn wir nicht im Theater spielen. Ja, es gibt eine Menge kreative Outlets, die dann entstanden sind. Können wir auch gleich drüber reden. Aber ich wollte mal fragen, wenn es darum geht, Schulen offen zu halten, wird ja darüber geredet, was für Schäden bei den Kindern jetzt anstehen oder anfallen, wenn sie eben noch über Monate eben gerade Grundschüler das Lesen, das Schreiben, Rechnen etwas später lernen.
Da warnen Pädagogen eben vor den Langzeitfolgen, vor den Langzeitschäden. Glauben Sie denn, dass im Kulturbereich, wenn jetzt halt gut der Spielzeit mal ausfällt, sage ich mal provokant, ist es nicht so schlimm? Oder ist da doch irgendwie etwas, was nicht so schnell einfach wieder, gut, dann wird einfach wieder geöffnet und wir machen weiter wie vorher? Na, ich glaube, dieses Weitermachen wie vorher wird zunehmend prekär. Also auf einmal, es fehlt unmittelbar etwas, weil unsere Gesellschaften öffentliche Orte brauchen. Orte, an denen wir uns begegnen können, ohne dass wir so eine vorgeschriebene, festgelegte Rolle haben, nach der wir uns zu verhalten haben in den Situationen. Und da gibt es nicht mehr so viele, aber Kultureinrichtungen sind solche Orte tatsächlich noch. Und wenn die wegfallen, dann gibt es auch nichts anderes, was da reintreten kann. Also wir alle hängen ja in diesen Zoom-Calls und in irgendwelchen digitalen Meetings und wir stellen irgendwie fest, ja, das funktioniert, aber es ersetzt das andere eben doch nicht. Also die Zufallsbegegnungen, das auch miteinander mal am Rande sprechen, all diese Dinge fallen schon ersatzlos weg und kommen auch nicht wieder. Das kann man mal eine Zeit lang aushalten, aber es wird schon Schäden nach sich ziehen. Hinzu kommt, dass natürlich die Frage auch ist, wenn irgendwann, und das ist das, was mir gerade fast am meisten Sorge macht, wenn wir in so eine Perspektivlosigkeit reinrutschen und man gar nicht weiß, wann es wieder losgeht, habe ich auch manifest Sorge, dass da ja Leute, die was machen wollen, die ja vor Kreativität zerspringen teilweise, sich sagen, dann suche ich mir andere Ventile, und die dann weg sind. Und das kann ja auch nicht in unserem Interesse sein, dass wir da an der Stelle Menschen entmutigen. Das ist die große Gefahr, denn man sieht zum Beispiel bei Homeoffice, auch die Videokonferenz, da muss ich die Reise gar nicht mehr machen zum Geschäftspartner in Amerika oder wie auch immer, sondern das funktioniert ja auch. Das heißt, sie haben die Angst, in der Kultur würde man, gut, es wird wahrscheinlich weiter Theater und so geben, aber dass viele dann sagen, naja, ich habe mir das zu Hause im Fernsehen angeguckt, das funktioniert ja auch irgendwie, dann gehe ich gar nicht mehr ins Museum. Teilweise ja, ich glaube, beim Theater bin ich noch halbwegs zuversichtlich, dass es klappt, wenn ich ehrlich bin. Das hat man auch im Sommer gesehen, weil dieses im Raum sitzen mit anderen Menschen, die spüren und spüren, dass da Menschen auf der Bühne was machen. Das ist schon, hat eine eigene Aura, die ist was Besonderes. Beim Kino mache ich mir manchmal Sorgen. Wenn ich mir angucke, was mittlerweile Leute für eine Heimkinoanlage haben, die unterscheidet sich von manchem Programmkino, in das ich so gehe, nicht mehr so wahnsinnig. Ja, da besteht die Gefahr, dass Leute sich vereinzeln. Das sehe ich schon als Sorge, aber auch auf einer anderen Ebene. Es gab so ein Spot, der war, glaube ich, gut gemeint, aber nicht gut gemacht, sagen vor ein paar Monaten. Da haben die Filmstudenten von irgendeiner Hochschule in Baden-Württemberg einen Tänzer des Basler Balletts, glaube ich, ausfindig gemacht, der nicht mehr auftreten durfte und der dann erzählt, dass er jetzt was Vernünftiges macht, weil er ja seine Medizinausbildung wieder aufnimmt. Also so diesen Gestus der Tante früher vom Familiengeburtstag, willst du nicht was Ordentliches lernen, Junge, das mit der Schauspielschule ist doch nichts. Mhm. So, und davor habe ich ein bisschen Sorge, dass wir wieder dahin kommen, sagen, ja, Kultur ist was, das gönnen wir uns, wenn es mal wieder schön ist, aber jetzt geht es um die wichtigen anderen Sachen und das sind Arbeiten, Beten und Menschen gesund pflegen und das wäre für eine Gesellschaft schon eine verdammt düstere Perspektive. Und genau warum? Also das ist eben systemrelevant, verstehe ich, warum Ihnen der Begriff nicht gefällt, aber vielleicht demokratierelevant, sind uns, glaube ich, beide d'accord, dass das zu einer Demokratie eben dazugehört, weil es eben mehr als nur den Abend mal, auch wenn das auch wichtig ist, im schönen Ambiente, in einem Live-Event zu erleben, sondern wie beschränkt diese Einschränkung jetzt auch unsere Freiheit, also außer, dass wir eben nicht mehr vor die Straße können und solche Dinge. Also welche Schaden an der Demokratie entsteht auch dadurch gerade? Naja, also erstens fehlt mir eine ganze Dimension auch eines sinnlichen Wahrnehmens. Also ich bleibe mal beim Theater. Theater ist ein Ganzkörpererlebnis. Ich tauche in so einen anderen Raum ein, der auch nach anderen Spielregeln funktioniert als unsere Gesellschaft. Dieser Raum ist momentan verschlossen. Das heißt, auch alle Erlebnisse, die dieser Raum mir bietet, die ja Erlebnisse der Erkenntnis sein können. Also für mich geht es so, ich sitze in fast jedem Theaterstück und irgendwann kommt der Moment und ich bekomme die Antwort auf eine Frage, von der ich vorher gar nicht wusste, dass ich sie mir gestellt habe und fühle mich so innerlich beseelt, gehe dann in der Pause raus, werde dann sehr anstrengend für alle, mit denen ich sonst da bin, weil ich das mit denen teilen möchte und muss dann in der Regel feststellen, die haben den Moment ganz anders empfunden, aber in der Regel nicht so wie ich, hatten dafür aber andere Momente, die an mir vorbeigerauscht sind und schon sind wir in einem Gespräch darüber, dass wir das Gleiche sehen, aber es unterschiedlich wahrnehmen und tauschen uns darüber aus, wie wir das denn finden. Und das ist genau dieser Nukleus Demokratie. Da rede ich über unterschiedliche Wahrnehmungen und versuche mich über etwas zu einigen, wie wir denn gemeinsam das gerade finden oder auch nur uns auszutauschen. Das fällt flach. Wir sitzen jetzt zu Hause, wir lesen auch wahrscheinlich Bücher. Ich lese mehr als sonst. Man sieht auch dann mehr, was so die Netflix-Streaming-Dienste und sonst so anbieten. Das ist halt das, was bleibt. Ja, aber damit hängt man bei sich. Ja. Also dieses dann danach darüber sprechen, dieses sozusagen Beginnen, Anstoßen einer Debatte, das fällt irgendwie so flach. Und das würde sich dann auch auswirken, auch die vielleicht die Debattenkultur, die wir jetzt in der politischen Arena vielleicht haben?
Naja, da muss man mit Kultur ja schon einen sehr weiten Begriff teilweise unterstellen, um davon Debattenkultur zu reden. Aber in der Tat die Frage, wie gehen wir in Öffentlichkeit mit Vielfalt um? Und wie lernen wir überhaupt noch anzuerkennen, dass andere genau in einem solchen Theatererlebnis die Sache anders sehen, aber diese andere Wahrnehmung gleichberechtigt ist zu meiner? Und wie sagen wir dann aber auch nicht Achselzucken, dann ist es halt so, sondern fangen dann auch an darüber zu reden, warum ist das denn so und wo ist denn vielleicht auch wieder eine Gemeinsamkeit? Das hat natürlich ganz viel damit zu tun, wie wir uns auch als Gesellschaft gerade austauschen darüber, wie wir eigentlich klarkommen wollen mit dieser Phase. Und ich glaube, Corona wird uns eine ganze Menge an sehr, sehr grundsätzlichen Fragen auf dem Tisch liegen lassen, wenn dieses Virus hoffentlich irgendwann mal so ein bisschen wieder in den Käfig zurückgedrückt ist, mit denen wir uns dann auseinandersetzen müssen. Die waren vorher schon da. Aber die sind nochmal dick unterstrichen worden und in der Schriftgröße vergrößert worden. Und ich hoffe sehr, dass wir uns diesen Fragen und diesen grundsätzlichen Debatten dann auch stellen. Und dabei hilft es, wenn Kultur Teil dieses Gesprächs ist und auch mit dabei helfen kann, sowas zivilisiert zu führen. Was wäre für Sie die wichtigste oberste Frage? Die wichtigste oberste Frage, glaube ich, ist tatsächlich, was heißt eigentlich die Solidaritätserfahrung dieser Krise? Also man hört allerorten, die betrifft jeden. Das stimmt. Aber gleichzeitig merken wir dadurch, dass sie jeden betrifft, dass wir ja nicht alle über die gleichen Ressourcen verfügen, damit umzugehen. Sondern das ist dann wieder sehr unterschiedlich und damit werden auch Differenzen in Gesellschaft sehr, sehr deutlich wahrnehmbar. Und gleichzeitig erleben wir aber auch, dass wir diese Herausforderungen nur hinbekommen, wenn wir uns aufeinander beziehen, positiv, und anerkennen, dass wir eine Gesellschaft sind, die das nur zusammenschafft. Und dieser alte Satz, wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist irgendwie an alle gedacht, dass der nicht reicht. Beim Maske tragen schon mal gar nicht. Ich trage die Maske, um andere zu schützen, nicht um mich selbst. Der widerspricht der Story der letzten 20 Jahre in der Politik. Aber was heißt das, wenn wir das mal zu Ende deklinieren für eine Gesellschaft? Wie stärken wir dieses Zusammenhaltsgefühl und dieses auch Zusammenhang erkennen können wieder? Ich glaube, das ist die größte Frage, vor der wir stehen. Bevor wir das weiter besprechen, machen wir noch einen kulturellen Einschub in diesem Stream. Und zwar haben wir wieder von der Hip-Hop Academy zwei Künstler hier. Da stehen sie schon, nämlich Bella und Don. Und sie werden nicht tanzen, aber sie werden was singen mit ihren großartigen Stimmen, nämlich den Klassiker Killing Me Softly. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him, to listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly. With his song, I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt he found my letter and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on, strumming my pain with his finger. Yes, he was singing my life with his words. One time, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Dankeschön. Bella und Dawn, Killing Me Softly. Ich habe in dem Moment gerade überlegt, ob das vielleicht keine so gute Idee war, solche Live-Acts hier zu haben, weil es einem wieder vor Augen führt, wie sehr man das vermisst, ja, wenn da live gesungen wird. Also
Großartig, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir haben natürlich jetzt über die Auswirkungen gesprochen für die Gesellschaft, für die Demokratie, aber für viele Künstler, Sänger, Schauspieler, Theaterschaffende ist es auch eine handfeste wirtschaftliche Katastrophe. Viele Solo-Selbstständige, die da durchfallen. Und ja, ich weiß, Ihr ehemaliger Chef, der Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der hat die Bazooka ausgepackt für alles Mögliche und wir geben eine Menge Geld aus. Aber die Novemberhilfen sind schleppend angelaufen. Es ist schwierig, da reinzukommen und so. Haben Sie den Eindruck, dass da ausreichend gemacht wird für diesen Bereich? Aber auch so das, was so dranhängt, Roadies, die keine Konzerte mehr begleiten können und so. Das ist ja ein riesen Rattenschwanz, der da hinterherkommt. Also ist schwierig, muss man nicht drum herum reden. Ich hoffe, dass jetzt mit den aktuellen Maßnahmen, die für die Überbrückungshilfe 3 geplant sind, das, was jetzt ab Januar laufen soll, dann bis in den Sommer hinein, wo ja die Solo-Selbstständigen erstmalig eigenständig mit betrachtet werden und bis zu 7.500 Euro zusätzlich zur Grundsicherung dann möglich werden, dass wir damit ein Instrument haben, was dann auch plausibel funktioniert. Aber da ist in der Vergangenheit eine ganze Menge, sagen auch an Schwierigkeiten aufgetreten. Natürlich haben wir eine Grundsicherung auch vorher schon, die deckt das Notwendige ab. Also keiner rauscht und hat gar nichts. Aber es ist trotzdem eine Wirklichkeit, die nicht einfach ist. Muss man gar nicht drum herum reden. Was man als Kulturpolitiker an der Stelle machen kann, weil wir ja nicht verantwortlich sind für die Lebensunterhaltssicherung, das kriegen wir nicht hin, haben wir auch gemacht am Anfang in Hamburg und über den Sommer noch mal ein bisschen, ist immer wieder nach den Wegen zu suchen, was geht. Also was möglich ist. Wir haben ganz früh gesagt, wir wollen wieder, dass was stattfindet. Wir haben über den Sommer ja sogar von Clubs veranstaltete Konzerte gehabt. Wir haben das Reeperbahn-Festival stattfinden lassen, das große Club-Festival, einfach damit alle, damit dieses Ökosystem ins Schwingen gerät und Beschäftigung da ist. Weil das Wichtigste ist, dass wann immer es geht, wir Beschäftigung finanzieren und wir nicht nur kompensieren, dass man nichts machen kann. Ich glaube, das ist auch bei Kunst das Entscheidende. Arbeiten, machen, und diese aber Energie, es ermöglichen. Energie auch, diese Kreative, die Sie sagen, ja, irgendwo hin muss. Viele platzen ja vor Tatendrang und müssen das dann umgehen. Gleichzeitig heißt es ja auch mal so schön, never waste a crisis. Sie haben es vorhin angerissen, es gibt eine Menge Punkte, wo man plötzlich Kreativität spielen lässt und sagt, okay, dann probieren wir mal sowas, Autokonzerte oder eben das ganze Streaming oder so. Das heißt, man kann der Krise auch etwas Positives abgewinnen? Soweit bin ich noch nicht. Okay. Also den Punkt habe ich noch nicht erreicht. Man versucht das manchmal an so Abenden, sich das irgendwie beizureden. Ich glaube, es gibt ein paar Aspekte, die bleiben werden. Also tatsächlich die Nutzung des Digitalen wird nochmal was anderes sein. Aber auch der Lerneffekt digital heißt nicht, das, was wir gemacht haben vorher, jetzt nochmal machen, einfach eine Kamera aufbauen. Sondern es ist ein eigenständiger künstlerischer Raum. Man hat auch gelernt, was nicht so funktioniert hat. Also ein Autokonzert, von dem jemand wirklich begeistert nach Hause gekommen ist, habe ich noch nicht erlebt. Sondern was der pädagogische Effekt war, also auch bei diesen Streams, die man hat, der pädagogische Effekt bei mir ist immer, mir wird bewusst, was fehlt. Und bei mir schärft das Bewusstsein dafür, wie besonders der andere Moment ist. Und das fand ich das Irre über den Sommer tatsächlich, als die Kinos, die Theater und alle wieder aufgemacht haben. Ich weiß noch, hier Anfang Juli hat Schmitz-Tivoli an der Reeperbahn als erstes Theater in Hamburg wieder geöffnet. Die Leute waren so beseelt. Also die ersten Momente saß man da so und da dachte man, oder lacht jemand? Sind das jetzt Aerosole? Ist das gefährlich? Oje, darf man, und das, man kam in dieser Situation an. Ne? Oder auch später die Schauspieler, die von den Bühnen nicht mehr runter wollten, weil man gemerkt hat, das ist das, was fehlt. Es geht nicht nur um dieses materielle Absichern, das ist unglaublich notwendig, aber da ist ein Mehr. Und dieses Mehr ist das Relevante an der Stelle. Um das müssen wir uns kümmern. Und deswegen, glaube ich, wird es auch darum gehen, diese über Jahrhunderte eingeübten Kulturpraktiken wieder zu ermöglichen. Und nicht nur zu glauben, ach, das geht alles digital, machen wir das auch. Da kommt was dazu, was auch das bereichern kann. Aber es ersetzt, aber nicht, es ersetzt das nicht das andere, glaube ich nicht. Wir kamen im Sommer ja von einer sehr viel niedrigeren, wenn man das jetzt im Vergleich betrachtet, Schwelle, Infektionszahl, auch Intensivpatienten. Jetzt kommen wir von einer sehr viel höheren. Glauben Sie denn, oder kann die Politik, kann der Senat jetzt hier in Hamburg auch versprechen, dass der Sommer wieder so wird wie vergangenes Jahr? Oder ist das totale Wunschvorstellung, da jetzt zu sagen, und dann, wenn es nur warm wieder wird, dann wird das wieder besser und dann kommen ja die Impfungen noch dazu oder wird uns das noch sehr viel länger, als wir uns das vielleicht wünschen könnten? Nein, wir sind so ein bisschen in so einem Wettlauf tatsächlich. Also man kann das nicht, also ich kann das nicht genau sagen. Vielleicht, wenn wir unseren ersten Bürgermeister jetzt hier sitzen hätten, der ja sozusagen habilitierter Mediziner ist, der könnte dazu deutlich sagen. Wir sind ja oft mit ihm im Gespräch. Ja, ich bin mit ihm im Gespräch, aber ich könnte jetzt nur reproduzieren, was er sagt und was ich wahrscheinlich nur zu 80% verstanden habe an der Stelle. Insofern bin ich da etwas vorsichtig. Aber also die Chance ist da. Also wenn das gut läuft, dann gelingt es uns jetzt, aber da müssen wir uns noch anstrengen, durch diese aktuellen Maßnahmen das Infektionsgeschehen weiter zu drücken.
das läuft noch nicht so, wie es eigentlich müsste. Eigentlich müssten wir nach diesem Lockdown mit den Zahlen jetzt schneller runtergehen, als es momentan passiert. Dann weiß keiner genau bis heute, was machen eigentlich diese Mutationen. Mhm. Wenn die oben drauf kommen auf die jetzige intensivmedizinische Situation, haben wir ein Problem. Das ist ja auch ein Grund für die Verlängerung jetzt gewesen. Wenn wir das irgendwie gemanagt bekommen, wir dann parallel die Impfung hineingeschlichen bekommen und wir dann in eine Situation kommen, an der man irgendwann auch wieder mehr Sachen nach draußen verlagern kann, dann kann wir so einen Effekt wieder haben wie im letzten Jahr auch. Aber da reden wir natürlich dann über die Strecke im letzten Jahr März, April, Mai, bis es dann wieder losging. Insofern haben wir schon noch ein paar ziemlich anstrengende Wochen mindestens vor uns. Und wenn das gut läuft, dann kommen wir mit den Impfungen irgendwann so hinterher, dass wir das im Sommer dann gedreht bekommen und nicht dann im nächsten Herbst nochmal in die gleiche Spirale rein müssen wie in dem Herbst. Aber da sind jetzt schon viele Konjunktive, das ist auch nicht das Thema des heutigen Abends, obwohl es natürlich alle interessiert, wie geht's weiter. Also ich hoffe, wir machen im Sommer, gerade gestern länger gesprochen mit meiner Wiener Kollegin, die hat im letzten Sommer einen Wiener Kultursommer gemacht, was ich eine ganz großartige Idee fand, weil sie einfach gesagt hat, wir holen in Wien mal alle Kultur dann raus und machen das im Sommer mal, um zu zeigen, da ist was. Und wir denken über sowas gerade auch nach, weil ich das eigentlich genau richtig finde. Ich hoffe ja, dass wir irgendwann diesen Moment bekommen, den Camus in der Pest beschreibt zum Schluss. Ja. Und der Motto, es ist vorbei und sozusagen alle diese angestaute Energie bricht sich daraus. Ich glaube auch, da gibt es eine Riesenparty. So, und dann hoffe ich nicht, dass ein Arzt irgendwo oben steht und weiß, das kommt aber wieder beim nächsten Mal. So, und den Teil lassen wir dann mal. Also ich hoffe sehr darauf, dass es diesen Moment irgendwann geben wird. Weiten wir den Blick mal etwas, auch ein Land, das sehr am meisten wahrscheinlich von allen Ländern dieser Erde von der Pandemie betroffen ist, die USA. Sie haben ein Highschool-Jahr in Texas verbracht, da kommt wahrscheinlich auch Ihre Vorliebe für Country-Musik her. Ich zumindest, ja. Habe ich gehört. Aber da hat Kultur ja auch, ich habe ja auch in den USA länger gelebt und habe das auch gemerkt, da hat Kultur nochmal einen anderen Stellenwert, auch ökonomisch, weil auch Unterhaltung einen anderen ernster genommen wird in gewisser Weise und nicht noch, ach ja, das ist on top, sondern das ist eben ein wichtiger. Wir haben es jetzt auch bei der Amtseinführung von Joe Biden wieder erlebt, mit Lady Gaga und mit Jennifer Lopez, mit dieser unfassbaren jungen Dichterin Amanda Gorman, das mich am meisten noch berührt hat. Da haben wir gesehen, wie Kultur, wie Kunst eben die Menschen berührt und für mich mehr noch als diese Rede, auch die auch nicht schlecht war, hängen bleibt oder auch die Performance von Lady Gaga. Können wir uns dann eine Scheibe von den USA vielleicht auch abschneiden, was das betrifft? Ja, ein Stück weit schon, weil die USA manchmal unverkrampfter sind, auch damit popkulturelle Elemente mit reinzuholen. Also man übersetzt das mal nach Deutschland. Mhm. Das habe ich mir auch überlegt. Wenn in Deutschland ein Protokoll dafür verantwortlich wäre, so eine Veranstaltung zu organisieren. Also man weiß ja gar nicht, was man sich weniger wünschen möge. Also ob das dann bedeuten würde, dass dann da Helene Fischer auftritt und die Nationalhymne singt oder ob dann eben doch die Berliner Philharmoniker sozusagen das in sozusagen der Heiden-Variante sozusagen. Ja, aber da sind Sie schon in Unterscheidung. Geht es dann in die Hochkultur oder die Popkultur? Ja, oder nehmen Sie gestern heute in der Zeitung war irgendwie ein Text, der auch nochmal darauf hinweisen musste in irgendeinem Feuilleton in Deutschland, dass Amanda Gorman mit ihrem Gedicht bei jeder deutschen Lyrikschule schon in der Aufnahmeprüfung von den Prüfern aus dem Raum gelacht worden wäre. Da zeigt also wir haben einen gewissen Dünkel, den haben die USA nicht. Und gleichzeitig machen sie damit großartige Dinge, dass Lady Gaga die Nationalhymne in einem Arrangement singt, dass sie sozusagen in die Kontinuität schwarzer Musik stellt. Und das einfach mal macht, ohne dass das reflektiert wird. Es ist dann so. Das sind Momente, die kriegen wir nicht hin. Also da finde ich manchmal tatsächlich dieses unverkrampftere Umgehen mit kultureller Symbolik in den USA schon spannend. Gleichzeitig muss ich sagen, das Pathos, zu dem diese Nation dann in ihrer Selbstbeschreibung und Zivilreligiosität fähig ist, bringt mich manchmal auch an die Grenze und ab und zu das auch darüber. Dann hier nicht, das ne? Gerade ich hier gerne im Norden, im Hanseatischen ist es dann vielleicht auch nicht so richtig. Aber wer weiß, vielleicht haben wir bei der nächsten Vereidigung des neuen Senats ja Jan Delay oder... Das wäre wiederum lustig, das könnte man gut machen. Irgendein Hamburger Künstler. Also aber, was wir hingekriegt haben, immerhin in Hamburg, ist bei der Elbphilharmonie nach wenigen Tagen die einstürzenden Neubauten auftreten zu lassen. Das fand ich war schon vergleichsweise nah dran, wenn in ich der ehrlich Tat. Bin. In der Tat, genau. Aber es findet mehr noch im öffentlichen Raum statt. Bei uns ist es oft noch in die Elbphilharmonie oder in die entsprechenden Gefäße gepackt. In den USA ist es spontaner, vielleicht, das könnten wir vielleicht, glaube ich, auch mitnehmen. Ja, es gibt auch, also natürlich, was man auch hat in den USA stärker, ist auch eine Politisierung im Guten wie im Schlechten von Künstlerinnen und Künstlern. Also man ist ja auch viel geneigter, sich einzubringen. Also auch, dass man, also dass Garth Brooks dann auftritt. Ja, man kann das hat mir doch bestimmt gefallen als Country-Fan. Mit Garth Brooks bin ich nie so warm geworden, obwohl ich ihn tatsächlich, mein Gastvater mich in meinem Austauschjahr in ein Konzert geschleppt hat. Das war nicht so schön wie die Highwayman, die ich sehen durfte, Johnny Cash und Willie Nelson, das war netter. Aber trotzdem, dass man auch dann so sagt, der republikanische Country-Sänger, also dass einfach auch sozusagen die Parteizugehörigkeit dann klar ist bei so jemandem und dass das zu Symbol wird, das haben wir in Deutschland ja gar nicht so. Man hält sich so ein bisschen auf Abstand und geht nur auf die abstrakten Themen.
Themen und nicht auf die konkreten Parteiauseinandersetzungen, weil wir auch nicht so polarisiert sind. Und das ist, glaube ich, schon eine Unterscheidung, wo man natürlich mit anderen Symbolhaushalten spielen kann. Bringen wir es konkret, nicht so abstrakt, nochmal auf hier nach Hamburg und nach Norddeutschland zurück, eben auf die Situation bei uns. Den Zugang, das ist nämlich auch etwas, was in den USA anders ist, glaube ich, dieses Stiftungswesen, das ja sehr vertreten ist und auch dieses Philanthropische im Kleinen auch. Davon können wir in Hamburg eigentlich uns nicht beschweren. Wir haben 1500 Stiftungen, habe ich gerade gelesen, hier in Hamburg. Und trotzdem, glauben Sie, da gäbe es Verbesserungsmöglichkeiten noch, wie man das zusammenbringt, den öffentlichen Raum und das gerade auch für Menschen, die wir mit der Stiftung Kulturglück ja auch erreichen wollen, die eben Unterstützungsbedarf haben, von den Untertiteln bei Theatervorstellungen und solche Dinge. Also da läuft eine ganze Menge und da sind wir tatsächlich auch wirklich in einer richtig guten Situation in Hamburg, die uns auch nochmal deutlich besser dastehen lässt als in vielen anderen Bereichen. Erstmal ist es ein Geschenk, dass wir diese öffentliche Kulturfinanzierung haben. Auch das ist, glaube ich, der gigantische Unterschied zu den USA, also das National Endowment of the Arts. Mhm. Ist geringer als der Hamburger Kulturhaushalt, zumindest als ich das letzte Mal nachgeguckt habe. Okay. Und das sagt jetzt schon, nun gibt es auch da Staaten und Kommunen, die was machen, aber das ist jetzt schon sehr, mal... sehr viel in privater Hand. Ist schon mal, das ist der viel in privater Hand, genau. Ja. Was natürlich aber auch dazu führt, dass die großen Kulturinstitutionen in den USA jetzt schon gesagt haben, sie geben diese Saison dran. Also die haben ja schon im November, Dezember gesagt, wir machen nächsten September weiter. Da haben wir hier ein anderes Fundament. Das ist sozusagen durch den Staat gewährleistet und das muss unbedingt erhalten bleiben. Aber dazu kommt eben das Stiftungsengagement. Und das ist gigantisch und ich finde es wirklich großartig, dass es gelungen ist, in den allermeisten Stiftungen auch jetzt in dieser Krise zu sagen, man bleibt bei all dem, was man macht. Also man zieht sich nicht zurück und sagt, wir haben gerade selber Schwierigkeiten, wir wissen nicht, wie es weitergeht, vielleicht werden auch Förderzwecke nicht erfüllt, sondern man bleibt auf dem Platz. Wir haben auch viel Kontakt mit den großen fördernden Stiftungen, stimmen uns auch ab, wer macht wo was, wie ergänzt sich das, wo kann man sich helfen. Und das finde ich unglaublich wichtig, weil dadurch zusätzliche Möglichkeiten entstehen und weil es ein bisschen auch ein Symbol der Verantwortungsübernahme einer bürgerschaftlichen Gesellschaft für ihre Kultur ist. Dass man nicht nur sagt, das soll mal der Staat für uns machen, sondern man auch sagt, nein, das halten wir selber für so wichtig, dass wir da auch mit reingehen. Und das ist vielleicht in Hamburg auch was Besonderes, weil natürlich unsere kulturelle Infrastruktur nie von einem König oder einem Kaiser erdacht worden ist, der sich jetzt einen Palast baut und ein Museum daneben, wo er die zusammengeraubten Schätze zeigt und dann noch ein Theater, wo er sich selber zur eigenen Verlustierung dann was darbieten lässt, sondern das sind alles bürgerliche Gründungen. Und in dieser Tradition steht also unsere Oper, die wir haben, das Schauspielhaus, die Leishalle, die Elbphilharmonie, ist auch ein Anstoß aus der Bürgergesellschaft der Stadt. Das ist schon was Besonderes und das ist aber ist der Fokus da mehr auf den jetzt der Erhalt auch der Dinge, die da sind und das Schützen der Künstler, die jetzt auch in Not sind durch diese Situation? Oder viele nutzen ja auch diese Pause in gewisser Weise, um Sachen voranzutreiben, für die man vorher keine Zeit hatte, wie eben das Unterstützen von Menschen mit Unterstützungsbedarf. Das kommt hinzu. Momentan ist das Problem, dass wir ja nur überlegen können, was können wir machen, weil wir ja Menschen mit Unterstützungsbedarf gerade weder in Museen noch in Theater hineinbekommen. Aber ja, natürlich diese Frage der Inklusion ist ein Riesenthema und wie kriegen wir es hin? Also ich habe gerade gestern die beschiedenen Förderanträge für die Hamburger Projekte, die wir aus dem Staatshaushalt für inklusive Projekte geben, freigezeichnet. Das läuft natürlich alles weiter, dann kommen die Stiftungsprojekte dazu. Und natürlich haben wir jetzt die Möglichkeit, an der einen oder anderen Stelle gerade bei den Investitionen zu gucken, wo können wir jetzt Infrastrukturen so bauen, dass sie besser sind, wenn wir wieder öffnen. Das ist ja auch etwas, was stattfindet, dass man einfach guckt, nutze ich diese Pause jetzt und mache mal das eine oder andere am Haus. Das spielt schon auch überall eine Rolle und wird sicherlich noch stärker der Fall sein. Wir fassen alle großen Kulturimmobilien in den nächsten Jahren in Hamburg an. Und die Frage der Barrierefreiheit ist eine ganz entscheidende Thematik dabei. Und die hat ja nicht nur was mit, sagen, körperlichen Beeinträchtigungen zu tun, sondern auch mit dem Gestus, mit dem solche Häuser unterwegs sind. Also, dass es selbstverständlicher wird. Ja, genau. Also wenn man so den Eingangsbereich der Kunsthalle, nehme ich mal, der ist, ich finde den grandios. Aber natürlich muss ich Treppen steigen, und zwar eine ganze Menge. Und ich steige hinan zur Kunst und ich werde immer kleiner gemacht dabei. So, damit komme ich klar, weil ich die Codes kenne, die da gespielt werden. Aber jemand, der zum ersten Mal in so einem Haus ist, fühlt sich dadurch nicht unbedingt selber vergrößert, sondern unter Umständen auch klein gemacht. Und sozusagen nach dem Muster, jetzt zeigen wir dir mal, was so autoritativ aus unserer Sicht Kunst ist. Und eigentlich muss ich zufällig in ein Museum mich verlaufen können und feststellen, ups, ich stehe in der Sammlung. Gerade wenn Kultur auch Integration leisten soll und unterstützen soll. Und die zweite Aufgabe, die wir noch haben, die eine Aufgabe ist schon schwierig genug, wie kriege ich Leute in die Kultureinrichtung rein? Das ist ja die alte Programmatik von Kultur für alle, Hilmar Hoffmann aus Frankfurt. Aber wenn ich Kultur für alle sage, und er meinte damit ja Arbeiterkinder in die Oper, um es mal
ganz auf den Punkt zu bringen, dann verändert das ja nicht nur die Arbeiterkinder, wie damals alle diskutiert haben, sondern dann verändert das mutmaßlich auch die Oper. Ja. Und dann verändert das auch diejenigen, die Oper machen, weil im Idealfall habe ich irgendwann auch Arbeiterkinder, die in der Oper arbeiten und auch nicht nur in den Werkstätten. Genau. So, und da muss ich eigentlich hin. Das heißt, wenn eine Kultureinrichtung ein lebendiger Teil von Stadtgesellschaft ist, dann muss diese Stadtgesellschaft sich auch unter den künstlerisch Verantwortlichen in der Einrichtung wiederfinden. Dann sind die nicht nur Publikum, das klüger angesprochen wird, sondern sind die selber auch Kulturschaffende innerhalb der Einrichtung. Und das ist ein Weg, wo wir noch eine ganze Menge zu tun haben, weil wenn wir mal ehrlich auf unsere Kultureinrichtungen gucken, die sind nicht so vielfältig, wie sie programmatisch manchmal vorgeben, wenn man sich anguckt, wer da arbeitet. Gilt für die Politik und die Verwaltung so, gilt auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch so. Da haben wir alle noch was zu tun, in der Tat, ja, dass wir die Gesellschaft in unserer Vielfalt auch tatsächlich in unseren internen Strukturen abbilden. Aber da müssen wir ganz dringend hin und da müssen wir intensiv dran arbeiten. Vielleicht bietet ja diese Chance, jetzt mal ein bisschen drüber nachzudenken, eben das auch noch weiter voranzutreiben und das nicht einfach nur zu proklamieren, sondern eben auch irgendwie umzusetzen. Weil Sie vorhin die Pest angesprochen haben und Camus, da heißt es, sie lachen und sie schreien am Schluss, als dann das ganze aufgestaute Leben frei wird. Was werden Sie als erstes dann machen? Schreien und lachen, wenn der Lockdown vorbei ist? Schreien mache ich jetzt schon zwischendurch häufig genug. Das hilft auch, ja, manchmal hilft um den Frust. Auch jetzt. Ich glaube, ich werde ganz dringend mir irgendein Konzert suchen. Ich glaube, ich nehme das Erstbeste. Also ich will, das ist ja das Schöne. Also in so einen Club gehen und nicht wissen, was abends los ist. Ich glaube, das steht schon ziemlich weit oben auf der Agenda. Ja, das spontane Agieren oder sich treiben lassen. Und da bietet, glaube ich, auch Hamburg eine Menge Möglichkeiten, hoffentlich nach wie vor. Denn das ist die andere große Frage. So viele fragen sich ja, wie viele Restaurants überleben das? Wie viele Geschäfte werden insolvent gehen am Ende, wenn das noch länger dauert? Wie viele Kunst- und Kultur- und Museumseinrichtungen werden das überleben? Wir hoffen möglichst viele. Das ist auch Ihr Job mit. Da drücken wir die Daumen, dass das klappt. Und die Stiftung Kulturglück wird Sie da auch zumindest das Anliegen auch sehr unterstützen. Vielen Dank, Herr Dr. Carsten Broster, der Kultursenator der Freien Hansestadt und Hansestadt Hamburg, für den Besuch, für diesen Auftakt, diese Premiere. Herzlichen Dank. Und wir beenden natürlich kulturell und künstlerisch wieder mit der Hip-Hop Academy. Und zwar diesmal mit Franklin, also known as Slunge. Und er verbindet Freestyle mit Klassik, da haben wir die Veränderung auch schon auf der Bühne sozusagen, zum Nussknacker von Tschaikowski, und zwar den Marsch der Zinnsoldaten. Thank you.
hiermit endet auch schon der erste Abend unseres neuen Formats Kulturglück mit Zamperoni. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie haben die ein oder andere Inspiration mitnehmen können oder können Sie mitnehmen. Unser besonderer Dank geht an erster Stelle an Ingo Zamperoni und Carsten Broster für kreative Denkanstöße. Ganz besonders natürlich auch an die Künstlerinnen und Künstler von der Hip-Hop Academy für Denkanstöße natürlich in der Kultur, für eine hinreißende Performance. Namentlich sind das Ben Wichert, Bella und Don und eben gesehen Franklin, a.k.a. Slunch. Dann danke ich natürlich auch dem Kulturpalast und dem gesamten Team, ohne deren technischen Support oder überhaupt Support hier gar nichts laufen würde. Und last but not least danke ich unserer Projektmanagerin und Assistentin Diana Rugalla, die ihre großartige Unterstützung in jedem Moment zur Verfügung stellt. Ja, noch einmal vielen herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie haben jetzt noch ein bisschen Energie, um eine Stiftung auf den Weg zu bringen. Eine Stiftung nicht, aber vielleicht eine Stiftung. Aber erstmal eine Spende vielleicht. Ansonsten freue ich mich so oder so, wenn Sie das nächste Mal dabei sind. Und ich kann jetzt auch nur noch sagen, einen schönen Abend und bleiben Sie kulturell.